ist Nathan Cross. Ich bin Cop in diesem Drecksloch, welches sich New York City nennt. Nicht mehr als ein dreckiges Betonlabyrinth, in dem die Ratten das Sagen haben. Und es pisst ununterbrochen, wie ein verdammter Elefant, der zu viel Schlitzaugenbier gesoffen hatte. Aber mit wem rede ich da eigentlich gerade? Wer soll mir denn schon zuhören? Gott vielleicht? Nein. Wenn es ihn gäbe, wäre mein Leben wohl nicht so beschissen. Er hätte nicht zugelassen, dass meine Frau Josie vom Krebs zerfressen wurde. Er hätte mich auch nicht mit ansehen lassen, wie so ein krankes Mafioso-Schwein meinen Partner hinrichtet. Murphy hatte mir damals durch die schwere Zeit mit meiner Frau geholfen. Die klaffende Lücke, die Josie und Murphy hinterlassen haben, versuche ich jeden Tag aufs Neue zu schließen. Doch auch eine ganze Flasche Schnaps kann diese Leere nicht füllen. Ich stehe kurz vor der Pensionierung. Abgeschoben wie ein altes Stück Scheiße. Und dann ist vorgestern auch noch meine Katze weggelaufen. Manchmal stelle ich mir vor, wie ich mir meine 38er in den Mund stecke. Ich kann den Stahl schmecken. Ich spanne den Arm. Die Trommel dreht sich. Meine Finger umklammern den kalten Abzug und dann... Detective Cross? Ja? Ich bin Lieutenant Leonard Levine, Ihr neuer Partner. Ich wurde Ihnen zugeteilt. Könnten Sie mir vielleicht die Tür aufmachen? Es regnet. Die Stadt meint. Ja, könnten Sie mir vielleicht trotzdem die Tür aufmachen? Es regnet wirklich ziemlich stark, wissen Sie. Ich merke es schon in meiner Unterwäsche. Es wird langsam feucht da unten. Wow, ich muss sagen, ich bin wirklich ziemlich aufgeregt. Ich komme direkt von der Akademie und da bekomme ich gleich die Chance, mit einer Legende wie Ihnen zu arbeiten. Ich habe auf der Akademie alle Ihre Fälle studiert. Besonders der Thomas Crown-Vorfall, der hat mich besonders inspiriert. Das heißt, Sie haben ihn so lange mit Wattestäbchen beworfen, bis er blutverschmiert am Boden lag und gestand ist, das war? Gott, was für eine Nervensäge. Ständig auf der Suche nach Verbrechen. Sie haben mir jemanden geschickt, der von diesem Ort nicht die geringste Ahnung hat. Haben Sie schon mal auf jemanden geschossen? Also ich schon. Er wird alles ins gottverdammte Chaos stürzen. Eigentlich war es mehr ein Unfall eigentlich. Der Ausbilder hätte sich da... Die Stadt wird verzweifelt aufblicken und rufen. Rette uns. Und ich werde flüstern. Ständig auf der Suche nach Verbrechen. Und die Geschichte mit Ihrem ehemaligen Partner, das muss ziemlich hart für Sie gewesen sein, oder? Wie dem auch sei, jetzt bin ich ja da. Was steht heute an? Eine Observierung vielleicht? Das wäre spannend. Zwei Männer, ein Auto, jede Menge Kaffee. Ich setzte gerade an, dem armen Trottel zu antworten. Wollte ihm sagen, dass er bald durch die Stadt läuft und ein Tollwut krepiert. Ich wollte ihm sagen, dass er sich unmittelbar in eine Welt voller Hass, Gewalt und Schmerzen begibt. 2377, bitte kommen. Wir haben einen Code 5 an der Park Avenue, Ecke Molson Square. Wir brauchen Sie hier, Detective. 2077, ganz Zentrale. Wir sind unterwegs. Unser erster gemeinsamer Fall. Das wird bestimmt der Wahnsinn, oder? Soll ich die Sirene anmachen? Wir haben jetzt vorhin Straßenverkehr. Nein. Ich hasse Lichter, die sich um ihre eigene Achse drehen. Okay, wie wär's dann mit ein bisschen Musik? Stehen Sie auf Jazz? Oder Barry Manilow? I can't smile without you. You came along just like a song, brightened my day. Nein, ich hasse Musik. Okay, dann halt keine Musik. Jetzt sind wir heute spitzenmäßig drauf. Was ist Ihnen denn über die Leber gelaufen? Deine Mutter. Was? Halt die Fresse, Milchtrinker! Wir sind da. Halt! Sie bleiben hier und
bewachen den Wagen. Aber ich, Halten Sie die verdammte Fressleiste! Das ist noch eine Nummer zu groß für Sie. Guten Abend, Hillary. Gut, dass Sie da sind, Detective. Eine ganz schöne Schweinerei hier. Ich wurde einfach überfahren und... liegen gelassen. Wie ein Tier. Ja, genau. Wieder ein Opfer dieser kranken Stadt. Armes, kleines Ding. Fast bis zur Unkenntlichkeit verschandelt. Viel Blut und zerfetztes Fleisch. Wie ein ungarisches Gulasch beim Türken um die Ecke. Mir kommt ein böser Verdacht. Diese Halskette mit dem Diamanten. Diese grün leuchtenden Augen. Der Verdacht wird zur verdammten Gewissheit. Wie ein Messer in meiner Brust. Vor mir liegen die Überreste meiner guten Seite. Meine Hoffnung. Mein Glück. Ich kann es nicht fassen. Was dauert denn da so lang? Ich kann vom Auto aus gar nichts sehen. Und wenn Sie die Schlüssel nicht immer stecken und den Motor laufen lassen würden, dann bräuchten Sie jetzt auch keinen, der auf dem Wagen aufpasst. Ist das eine überfahrene Katze?